Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge in Minecraft in unserer Let's Play Welt. Und heute steht die Folge unter den Stern, wir ziehen ein. Ja Leute, unser Haus an sich ist ja schon sehr weit, ist zwar noch nicht ganz einzugbereit, aber Ende dieser Folge sollte das doch machbar sein. Und dann sind wir auch endlich mal nicht mal obdachlos, würde ich sagen. Ne? Aber erstmal fäll ich hier mal schön die Bäumchen hier, denn Rohstoffe braucht man leider ja immer wieder. Und ich sammle sie einfach jetzt mal ein. Habe ich. Oh ja, ich habe jetzt. Ich habe ein paar Setzlinge. Das ist schon mal sehr gut. So. Bin mal gespannt, wie ich das. Wie ich die Inneneinrichtung des Hauses mache. Denn tatsächlich habe ich mir das gar nicht überlegt. Also klar, da kommen natürlich Kisten und irgendwo auch ein Bett und irgendwo auch mal so eine Art Fackel hin. Das ist ja schon irgendwie klar. Aber. Vielleicht was sonst noch, ne? Das ist halt so die Frage. Gut, so viel Auswahl habe ich ja tatsächlich ja auch nicht, was ich da jetzt machen kann. Da ich ja noch nicht irgendwie schwer in der Welt rumreisen war oder sonst irgendwas, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist das Ganze hier etwas. So, warte mal. Okay, ich glaube, du warst hier. So. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem Häuslein. So. Okay, erstmal muss hier unser Grasboden raus. Ja, Eingang der Mine müssen wir eigentlich auch noch machen. Weil das ist ja natürlich auch nicht optimal, wie das da jetzt ist. Aber egal. Sehr schön. Und ich habe auch noch das hier. Okay. Ich brauche jetzt als nächstes ein bisschen Platz im Inventar. Ich brauche nicht alles hier. So. Nicht wundern, das Holz baue ich wieder ab, aber vorher muss ich das leider mal. Boah, meine Stimme ist richtig kratzig gerade. Meine Güte. So. Okay, es bringt nichts, ich muss was trinken. Trinkpause. Boah, hat jetzt eine Wasserflasche in Minecraft? Könnte mein Charakter jetzt auch Trinkpause machen. Aber egal. So. Warum baue ich das Holz jetzt hier hin? Naja, Leute. Ich muss es ja leider bearbeiten, ne? Also ich sitze hin und baue es halt dann wieder ab, ne? Okay, nachhinein hätte ich das richtig verlegt, müsste ich es gar nicht wieder abbauen. Aber wer ist denn heutzutage denn so schlau, ne? Ich auf jeden Fall nicht. So. Egal, machen wir das kurz. So. Ah, die sind richtig. Okay, die hier in der Mitte sind richtig. Die kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Gut, ihr seid natürlich alle hier falsch. So. Und. Okay. So, dann bauen wir uns erstmal unseren provisorischen Boden. Ganz provisorisch hier. Okay, ich brauche noch mehr Holz. Setzlinge. Erstmal unsere Setzlinge hier retten. Und so. Okay, mittlerweile habe ich schon ein paar. Sollten uns nicht ausgehen. Ich glaube, der Baum hier will auch gar nicht mehr wachsen. Ich glaube, hier sind auch einfach die Zuckersteine hier einfach im Weg. Aber gut. Bruchstein nur noch 3. Viel ist das nicht mehr. Also irgendwann müssen wir jetzt auch mal wieder Minen gehen. Meinen. Sonst wird das hier auch bisschen knapp mit unseren Ressourcen hier. Das ist auch nicht gut. So, wo? Ach da, okay. Gut, dann fäll ich nochmal 1, 2 Bäume, die leider jetzt die Arschkarte bekommen. Guck mal hier, du warst wohl so hässlich. Kann man dich auch wegmachen. Ich meine, alle Bäume sind schön. Ja, ich bin jetzt kein Baumrassist oder sowas, ne, aber der war schon hässlich. Okay, dann haben wir jetzt gleich unser Boden ausgebaut. Ich meine, den Keller oder Mineingang muss ich da noch einbauen, aber das kann man nachhinein machen. Ne? Erstmal einziehen, ne? Einen Schritt nach dem anderen. So, diesmal bin ich nicht so. Machst du einfach direkt so. Gut, so.
Dann. Erde? Erde. Okay, ich hatte Erde. Jetzt mal überlegen. Wo kommt das Bett hin? Das einsame Bett. Okay, sagen wir mal. Also hier oben soll ja auch irgendwas hin. Ne? Also da soll man ja. Wie heißt es, ne? Begehbar sein. Das bedeutet. Also so vor der Fensterscheibe ist eigentlich auch not bad. Beziehungsweise vielleicht so. Dann. Na gut, erstmal einen Schritt nach anderen. So, wir brauchen Kisten. So, die Bergbahn können wir auch schon mal. Okay, sagen wir mal, hier wäre unser Ofenbereich. Okay, dann. Ich tue es erstmal hier, meine Güte. Man kann es ja noch nicht genau sagen, wie das hier ablaufen wird. So, machen wir uns erstmal hier ein paar Kisten. So. Was könnte oben sein? Oben könnte theoretisch so ein Kistenlager sein. Wäre cool. Wäre cool. Aber da muss ich erstmal den Stock dahin bauen, deswegen. Wie ihr seht, ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Wir machen das erstmal ein bisschen provisorisch hier. Also jetzt nicht sagen, oh, das sieht hässlich aus. Ja, es sieht hässlich aus, ich weiß das. Es ist noch ein Ranking-Prozess, ja. Also habt Mitleid. So. Gut, und jetzt kommt die Itemflut. Das war zu viel Itemflut. Erstmal alles hier wieder rein. Alles hier rein. Au! Immer dieses Essen, was er tut. So, Sortierung kommt dann später, würde ich sagen. Aber erstmal. Oh, wir haben noch ein Schild. Wusste ich gar nicht mehr. So, jetzt noch unser Ofen. Du kommst da mal weg. Okay. Wir haben noch Eisen, das ist sehr gut. Weil mit dem Eisen können wir jetzt nämlich was Bestimmtes machen. Und zwar machen wir uns jetzt eine Laterne. Laterne ist doch viel stylischer als so eine blöde Fackel, ja. Sehr schön. So, jetzt haben wir eine Laterne. So. Erstmal provisorisch eingesetzt. Gut, sagen wir mal, hier kommt so eine Trennwand hin. Ne, sagen wir, hier kommt so eine Trennwand hin. Dann macht man sich halt hier schön, vielleicht mit so einem Gemälde später oder sowas. Also, hier kommt der Schlafbereich, ne? So, dann habe ich ja gesagt, hier könnte man theoretisch so den Ofenbereich machen. Ja, ich weiß, es fehlt noch ein paar Hilfen. Aber egal. Genau, dann würde ich hier der Kistenbereich kommen. So. Ich überlege halt gerade, wie ich das hier so mache. Das ist halt alles ziemlich gestaut da drin. Okay. Na, ganz gefällt mir das noch nicht, aber egal. So. So. Genau. Wir hatten jetzt noch irgendwo hier doch unser, ja, unser Leitboden hier. Sehr schön. Okay, dann hätte ich ja gesagt. Was hätte ich. Also, das Problem ist, das Dach da oben ist halt schön hoch. Da kann man gut drin stehen. Gut, das ist jetzt alles hier auch noch Rumprobiererei, ne? Aber ich baue mich erstmal hoch. Also, das ist jetzt nicht die feste Treppe oder sowas, ne? Aber ich baue mich erstmal hoch und guck, wie man hier theoretisch eine Treppe machen könnte. Das muss ja optisch ja auch gut aussehen, ja? Okay, ich hätte mich auch einfach mit Erde hochbauen können. Aber egal. So, also da wäre ja der Boden, ne? Soweit, so klar, würde ich sagen. So. Gut, also hier kann man laufen. Dann wäre es eigentlich logisch, wenn man von hier eine Treppe nach da runter macht. Weil da ist ja sowieso kein. Doch, das machen wir. Doch, das machen wir. Also kann man hier so schön und dann geht man hier so die Treppe. Doch, gefällt mir. Gefällt mir. Genau.
ganzen Stufen verbaut. Aber egal. Und es wird auch gleich Nacht, dann können wir direkt unseren Bettspawn-Punkt so gesehen wieder direkt neu setzen. Sehr schön. Soweit bin ich sehr zufrieden. Es ist zwar noch nicht natürlich luxuriös, wie man sich das so generell erhofft, aber ist erstmal auch egal, würde ich sagen. Guck mal hier. Ja, okay. Doch, guck mal, jetzt kann man hier so schön hochgehen. So, jetzt braucht man natürlich hier noch so eine Art Boden. Was für einen Boden machen wir da rein? Schwierig, schwierig, schwierig. Na, wir brauchen mehr von diesen, mehr von unserer Wand eigentlich. Aber dafür müssen wir halt auch wieder meinen. Mein wird wichtig hier. Das merke ich schon. Gut, die Lampe ist natürlich da oben auch ein bisschen fatal. Aber egal. Genau, später kommen dann hier so Gitterstäbe hin. Das sieht nämlich dann auch mal richtig cool aus. Dann passt das Ganze auch eigentlich. Ja, das Haus ist zwar ziemlich leer gerade, aber ich bin zufrieden. Abgesehen von hier, das ist zu eng hier. Also klar, so ein Lagerraum oder sowas soll ja auch eng sein, aber... Ich weiß, was hier oben sein könnte. Später am Verzauberungstisch. Ja, okay. Gut, bevor ich jetzt hier noch weiter labere, würde ich sagen, wo machen wir denn Eingang zur Mine? Also Eingang zur Mine, würde ich ja sagen, kann man ja theoretisch einfach hier machen, ne? Wenn da sowieso eine Treppe ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann kommt noch hier so einer hin. Und ja, also Holztreppe bleibt zwar nicht, aber man sieht jetzt halt, was man meint. So, ich brauche noch mehr Holztreppen. So. Das hier auch noch ab. Gut, ich brauche mehr Fackeln, sonst spawnen uns im Keller Monster. Das ist auch nicht gut. Wir brauchen mehr Eisen, dann kann man mehr ein richtiges Zeug machen. So. Okay. Das wird natürlich auch noch ausgeschönert, aber theoretisch wäre ich zufrieden. Ja, doch. Doch. Das kann man machen. Bin mir aber halt tatsächlich nicht. Doch, wenn das schon einmal so ein Ruck ist, dann sollte man es auch so machen. Okay, Leute, ich weiß, ich rede so viel hier. Ne? Ich bin einfach selbst gerade durchgehend an überlegen, wie wir das hier machen können. Aber ich würde sagen, das ist erstmal soweit in Ordnung. Aber gut, da es uns tatsächlich wirklich krass an Rohstoffen mangelt, würde ich tatsächlich sagen, unsere nächste Mission ist einfach direkt tatsächlich einfach runtergehen und meinen. Ich nehme mal ein paar Fackeln mit. Na, ein paar Holzschiele werden wahrscheinlich auch nicht schaden. So, genau, nehme ich hier mal ein paar mehr Steine mit. Sonst noch was Wichtiges hier? Essen brauche ich, genau, Essen. Nehme dich hier noch mit. Aber, piekst mich nicht. Piekst, komm. Ha, nicht gepiekst. Essen. Und jetzt können wir runtergehen. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar jetzt noch irgendwas Cooles zu finden. In der kurzen Zeit. Aber im Endeffekt, wir brauchen sowieso Cobblestone en masse. Na, wir müssen ja diese schönen Steinchen ja in unseren Öfen machen. So. Darunter, okay. Ich höre schon diese Scheißspinne. Krieg ich ja wieder Gänsehaut, ne? Und ich habe schon wieder die Schere vergessen. Spinnenweben. Irgendwann hole ich euch. Irgendwann. So, warte mal. Okay, Gut, da wir hier noch nicht waren,
Würde ich sagen, bleiben wir erstmal hier. So. Schienen nehmen wir auch mal mit. Kann man später coolen Zug, Schienenweg nach unten bauen zu unserer Mine. Zu unserem Stollen. Ist auch immer ganz fresh. Aber gut, Leute. Ei, ei, ba, 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 ba. Nee, 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 nee. Komm her. Ich weiß, ich bin ein bisschen Feigling hier, dass ich hier hinter meinem Ding mich verstecke. Ist erstmal da, ne? Ich habe zu wenig Fackeln. Na egal, wir kommen vom Weg ab. Ich will erstmal hier weiter lang gehen. Okay, da unten geht's runter. Wenn's. Das ist Lava. Also wenn's runter geht, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass da gute Sachen sind. Aber ich betone jetzt einfach mal, wir sind dafür noch nicht gut ausgerüstet. Ah, das Eisen. Wir haben Eisen vergessen. Eisen ist wichtig. So. Willkommen. Ah, noch mehr. Okay. Und kaputt. So. Ich habe keine Fackel mehr. Was wir bräuchten, wäre tatsächlich. Okay. Als letzten Move in dieser Folge würde ich sagen, wir versuchen es mal mit dem Creeper. Komm her. Da sind zwei! Nee. Sollen wir aber nicht gewettet hier. Warte erstmal, ich warte. Wir machen uns hier eine Sicherheitszone. Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Herz. Mein fucking Herz. Wirklich. Da ist ein Zombie. Erstmal hier essen. Oh! Mein fucking Herz, ja, komm her. Okay, jetzt kommen hier ein paar mehr Zombies. So haben wir aber nicht gewettet hier. Ah ja! Ja. Was soll ich sagen, Leute? Satz mit X, das war wohl nichts, ne? Das erste Mal gestorben in dieser Welt. Verdammt. Na komm. Runter gehe ich noch und versuche meine Items wieder zu bekommen, aber ich würde dann sagen, dann ist die Folge auch zu Ende. Ah, ja, wir sind einfach schlecht ausgerüstet, muss man einfach sagen, ne? Wir waren schlecht ausgerüstet. Diese Scheißspinne. Jedes Mal. Oh nö. Wirklich? Was ist das? So. Solange die Zombies jetzt nicht irgendwie mein Schwert genommen haben. Ich muss die Zombies ja auch nochmal wiederfinden. Verdammt. Ach nö! Jetzt da, Creep! Das sind doch Fackeln! Warum bist du da? Housefight, Bro. Komm her! Die Folge wird gerade irgendwie länger, weil ich will meine Sachen noch wieder haben. Aber egal. Ja, da kommt der nächste. Guck mal, ich hau dich mit deinem eigenen Fleisch hier. Das passiert, wenn ihr mich aggro macht! Aha, guck mal, jetzt holst du auch noch dein Buddy her, ne? Ah! Was soll ich sagen, ne? Ich bewaffne mich jetzt auch mal. Das
Das ist das zweite Mal, dass ich in dieser Folge sterbe, ey. Wirklich. Schrecklich. Aber warum sind die denn auch da? Wirklich, es sind doch überall Fackeln. Die sind auch nicht ohne Grund da. Fackeln bringen nichts. Ah! Invasion. Invasion hier. Also. Er hat aber auch einen sehr weiten oder sehr guten Orientierungssinn, Leute, ne? Also wenn es wirklich jetzt geschafft hat, von da unten jetzt einfach so schnurstracks hier hochzulaufen. Ich bin beeindruckt. Naja, komm, nehmen wir mal mit. Das setzen wir mal wieder. So. Genau, dahinter hatte ich mich eingebuddelt. Unsere Items wieder. Ja, ah. Ja, wenigstens etwas, Leute. Also, die Mining-Tour hat, wie kann man sagen, beschissen angefangen? Ja, ich glaube, beschissen ist das richtige Wort. Aber wir müssen halt meinen, ne? Das ist halt das Problem, ne? Komm her! Ich bin sauer auf dich. Ich bin sauer. Solange jetzt kein Creeper von hinten kommt oder sowas. Aber egal, Leute. Gut, diese Folge ist mal ein bisschen länger als die anderen. Man kann schon sagen, eigentlich ungewollt. Ist aber jetzt auch weniger dramatisch. Wir müssen halt jetzt demnächst einfach mal wirklich meinen gehen. Und das auch nicht wenig. Wir brauchen Rohstoffe, sonst überleben wir halt diese Welt einfach wirklich nicht. Und das ist einfach Kacke. Ich meine, wir sind einfach gerade wegen Zombies gestorben. Okay, danach wegen Creeper und Zombies, wo ich dann nichts hatte. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Ich meine, guck mal, er lacht uns aus mit seiner Unterhose. Er lacht uns aus! Okay, sein Gesicht lacht uns halt einfach auch aus, ne? Oh no. Oh no. Ja. Ich gehe erstmal wieder nach oben und ich würde sagen. Ist die Frage, wo ist der Weg nach oben? Okay, hier ist der Weg nach oben. So. Wir sind jetzt erstmal wieder ein bisschen sicherer. Also, wir haben es geschafft. Was haben wir geschafft? Wir haben nichts geschafft. Wir haben sechsmal Eisen geholt und sind dabei zweimal gestorben. Und wir haben 5 Kobbel. Ich bin stolz auf uns. Wirklich stolz. Aber egal, Leute. Ich würde sagen, wenn ich oben am Haus angekommen bin, wird dann auch der Cut sein in dieser Folge. Und in der nächsten Folge neue Motivation, mehr Fackeln und dann sollte das Ganze auch möglich sein, würde ich sagen. Gut, da wir aber noch hier keine Sperre haben, würde ich sagen, ist das jetzt unsere Sperre. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch mal bitte einen Daumen nach oben da und ich überlege bis nächste Folge, was wir hätten besser machen können oder besser machen sollten. Ne? Ich schätze, ihr wisst, was ich meine. Na gut, ich bin raus, euer Wombat. Ciao.